Heute haben wir die sogenannte OA 2 gespielt, das heißt Orchester allein 2. Und sie sind die einzigen Proben, in denen das Orchester alleine spielt, ohne dass Sänger, Chor, Bühne beteiligt sind. 1, 2, 3. Der Sinn von diesen Proben ist natürlich für unsere Musiker, das Stück kennenzulernen. Jetzt, was das heißt, ist natürlich jedes Mal anders. Aber vor allem, was uns allen wichtig ist, ist, dass alle Musiker verstehen, worum es geht. Denn natürlich, wenn man in die Noten guckt, sieht man Töne, sieht man Piano, Pianissimo, Crescendo, Diminuendo, Akzent, das, was alles man in Musiktheorie lernt. Aber natürlich ist Oper viel mehr als das. Oh, krass. Non son tuo figlio. Das machen wir gleich. Adarte sepoltura, non mossi. Jetzt glaube ich dir aber nicht, weil du bist eine zärtliche Mutter. Du sagst sepoltura, non mossi. Ja? Also alles, was nicht in den Noten gedruckt ist, das müssen wir in diesem Proben thematisieren. Also wir lesen die Musik, wir lassen die Musik erklingen, wir schauen, was passiert. Und was ich eben versuche, ist, dass wir nach 2,5 Stunden Probe alle nach Hause gehen mit einer Vorstellung, was soll diese Musik sein. Also natürlich, das Besondere an einem Orchester ist, dass viele Menschen zusammenkommen mit einem Stück Holz in der Hand. Andere Menschen haben ein Stück Metall in den Händen, andere Menschen aber noch Trommel und andere Sachen. Und alle diese Instrumente erzeugen Klang, und das ist physikalisch so unterschiedlich, wie man sich vorstellen kann. Und trotzdem müssen wir versuchen, die gleiche Art von Klang für eine dramatische Situation zu erzeugen. Und jetzt ist die Frage, wie kann das überhaupt stattfinden? Selbst wenn die Stücke, Material, die wir in der Hand haben, ich selbst mit meinem Taktstock als Dirigent, selbst wenn alle diese Sachen so unterschiedlich sind, aber wir sind alle Menschen, und irgendwie merke ich immer, wenn die Menschen sich verstehen, dann findet man immer den Weg, wie man alle diese Klänge zu einer Einheit machen kann.